Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 4. So, wir haben hier noch einen Starkern, einen weiteren. Diesem Schaukasten. Scheinbar müssen wir dann hier nochmal ein bisschen nachschauen. Deswegen heißt die Dinger ja auch Schaukasten. Da haben wir noch Stimpak drin. Braxo-Putzmittel. Ich hoffe doch mal, dass die Kerne irgendwo jetzt noch mehr oder weniger angezeigt werden, weil wenn die alle hier irgendwo rumliegen, weiß nicht, fände ich glaube ich dann nicht so prickelnd. Alles klar, so, die Unternehmer bitte. Wenn wir dann die Star Control abgeschlossen, wieder eine Runde XP gekriegt, was mich freut. Genau, jetzt die Reparatur noch abschließen. Da hätte ich halt ganz gerne jetzt mal angezeigt, wo noch von den Dingern welche sind. Weil wie gesagt, alles komplett absuchen. Ne. Wahrscheinlich gibt es deswegen hier keine Korkis. Hier müssen wir halt dann die Zentraldinger finden. Als Alternative. Können wir eigentlich nochmal irgendwas Schönes mixeln? Ja, eine ganze Menge sogar. Twin. Void. Die anderen haben wir auch schon mehr oder weniger mal gehabt. So, lecker, lecker. Wo haben wir denn hier noch Starkern? Hier wieder der Sternenhimmel. Den haben wir quasi. Ist das jetzt eigentlich auch als abgeschlossen markiert hier soweit? Abgeschlossen, 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 abgeschlossen. Okay. Der Starport. Ich kann jetzt nochmal hier runterreißen, aber. Wie gesagt, ich glaube, das mit den Dingern wird eine relativ nervige Session noch werden. Vor allem, weil es halt noch nicht mal ungefähr angezeigt wird. Das Gebiet relativ groß ist, vor allem jetzt bei Nacht relativ schwierig zu überblicken. Ja. Immer die Suchquests hier. Meine Güte. So, packen wir die mal noch hier hin. Da können wir da irgendwo nachgucken, ob da noch irgendwo welche sind. Starkern-Netzwerk. So. 9 weitere Starkerne. Also im Star Control Center, 3 Raum sind 0. Im Gelände sind dann wohl noch welche. Klicken können wir es ja auch nicht. Und außerhalb. Ah, toll.
Tja. Ja, ich glaube, so komplett planlos hier durchrennen. Es bringt wahrscheinlich nicht allzu viel. Dann würde ich fast sagen, wir gehen ins nächste Gebiet. Wie gesagt, vielleicht gucke ich mir da auch nochmal an, wo die sind, weil mir das Suchen zu langwierig hier ist. Ich meine, wie gesagt, jetzt mit dem Dings war es okay. Da wurde ja zumindest die Suche etwas eingegrenzt, aber sie komplett nochmal alles ablaufen. Hier war ich wohl auch noch nicht, wie mir scheint. Wie gesagt, ich denke, das werde ich dann ähnlich wie mit den Corgi-Sachen machen, die ich jetzt nicht gefunden habe. Dass ich mir halt da dann anschaue, wo die sind. Einfach um das hier ein bisschen abzukürzen. Gut. Wir hätten das erledigt. Wir haben jetzt noch Dry Rock Gulch und die Abfüllanlage. Ach so, das sind da sonstiges jetzt noch. Noch ein bisschen was zu tun hier. Okay, dann klicken wir das mal gerade weg. Gehen dann auf die große Tour wieder. Und ja, wo gehen wir denn als nächstes hin? Was ist denn als nächstes zu erreichen für uns? Ja, ich glaube hier das Ryrock Gulch. Machen wir das doch mal. Schauen mal, was uns dann dort erwartet. Hier ist jetzt ja erstmal wieder Ruhe. Vielleicht sollte ich auch mal wieder in den Schleichmodus gehen. Leckere Zuckerwatte. Was haben wir denn hier drin? Da erstmal noch Silbermedaillon und Ticket. Schön. Sie ist ja kommen, dass ich die ganzen Tickets hier alle umsonst aufsammle, weil die einfach keinen Wert haben. Moment, haben die denn überhaupt einen Wert? Wahrscheinlich bei Schrott, oder? So, Scroll. Hier ist schon mal nichts dabei. Diverses. Na, das sind die Schlüssel. Mods ja auch nicht. Munition. Ja, so haben wir das mal die. Ja, haben wir doch ordentlich hier gesammelt. Schön. Da ist hier halt noch irgendwas dabei. Wieder Jorsen zumindest hier drin. Jupp, keinen Wert. Schade. Aber gut, wir haben sie halt. Zumindest die Marken bringen ja ein bisschen was. Aber dafür sind wir halt auch zu sehr mit den Dingern zugeschmissen worden, muss ich ja zugeben. Vielleicht finden wir irgendeinen Händler, der die gerne haben möchte oder so. Gut, wir sind hier noch einigermaßen richtig. Ich
und schauen mal, wie es dann auf Dry Rock Gulch aussieht. Wird das da wahrscheinlich sein. Greift uns jetzt hier wieder irgendwas Komisches an? Na? Scheinbar nicht so wirklich. Ja, noch sind wir relativ ungestört. Dann können wir noch mal ein wenig durchsuchen. Zigaretten nicht, aber Korken dafür. Gut, und ich glaube, auf den Toiletten ist auch nicht allzu viel Interessantes. Nee. Gut, dann nehmen wir uns hier das Zeug nochmal raus. Und gehen weiter auf die nächste Toilette. Vielleicht haben wir hier was. Hm, könnte was kochen. Eine Runde pennen. Ist vielleicht ganz gut, dass wir halt die Nacht dann rumkriegen. Na gut, die ist ja schon so gut wie rum. Jetzt ist es zumindest wieder etwas heller draußen und wir sind wieder voll geheilt. Hat es sich ja doch gelohnt, hier reinzukommen. So, und wir wollten, genau, nach Dry Rock Gulch. Gehen wir am besten einfach mal hier hinten rein. Ich denke, da sollten wir dann auch was finden. Mhm. Ein Blutwurmlarve? Naja. Wenn Sie meinen. Gut, der hat dann wohl nicht getroffen. Schade. So, das wären die. Na, wird schon gewarnt davor. Denke mal, dann müssen wir diese Blutwurmplage auslöschen. Schade, da ist dann auch nichts zu mitnehmen gewesen in der Registrierkasse da oben. Hi. Oh, ein leuchtender Blutwurm. Hauen wir euch da mal weg. Gut, wir wählen mal High Noon. Hm. Soll ich dann immer auf den Revolver wechseln? Passenderweise. Wie viel Muni haben wir denn dafür? Na, das geht. Aber vielleicht finden wir da jetzt noch ein bisschen mehr Muni. Mal los, unterwegs in Dry Rock. Neuer Sheriff in der Stadt. Ach, mit dem können wir reden. Gut, machen wir dann gleich mal. Erst mal ein paar Blüten mitnehmen. Wo? Wahrscheinlich da hinten irgendwo. Jupp. Ah, da. So, Ruhe bitte.
Man dankt. Na, guck mal, Baumwollgarn, das ist doch schön, das nehmen wir direkt mal mit. Okay, Kollege, wie sieht es denn aus bei dir? Sheriff Hawk. Ich hoffe, ihr habt alle viel Spaß in Nuka World. Bereit aufzusatteln und in den Wilden Westen zu reiten? Sheriff, deine Stadt wird von einer Blutwurmplage bedroht. Aber keine Angst, ich bin Silver Shroud. Oh, eine echte Berühmtheit. Howdy, Silver Shroud. Wir könnten deine Hilfe auf jeden Fall gebrauchen. Ich weiß nichts von dieser Blutwurmplage, von der alle reden. Aber in Mad Mulligans Mine hat sich eine Gruppe Tunichtgute versteckt. Garstige Bösewichte haben sich in der Mine eingenistet. Ich werde sie mit Vehemenz der Gerechtigkeit zuführen. Die Tür zu Mad Mulligans Mine ist verschlossen. In einem Tresor beim Theater befindet sich noch ein Ersatzschlüssel. Aber wer hätte es gedacht? Ich habe doch glatt die Kombination vergessen. Du musst mit meinen drei Amigos sprechen. Doc Phosphate, One-Eyed Ike und Giddyup Kid. Zeig ihnen, dass du es mit den Gesetzlosen aufnehmen kannst. Dann geben sie dir ihren Teil der Kombination. Viel Glück, kleines Kälbchen. Und vergiss nicht deine kostenlose Deputy-Uniform von Nuka Cola. Cool. Na, dann ziehen wir das doch mal direkt an, oder? So. Western Outfit. Deutlich schlechter, aber das war ja auch zu erwarten. Naja, mal gucken, wie es läuft. Dann schauen wir uns noch mal kurz hier um. Zack. Cool. Ah, da haben wir schon das Theater. Ausgezeichnet. Und ein weiteres Rezept gefunden. Juhu, noch mehr Tickets. Kaffee nicht so wirklich. Ein großer Werkzeugkasten, der jetzt unser ist. Das wär's. Nichts Interessantes drin. Na? Gehst du auf? Cool. Ein alter Zementsack. Da wuselt doch einiges rum. Eine Riesenameise. So, tschüss. Kurz nachgeladen und auch die letzte Ameise noch zerlegt. Interessant, was in so einer Ameise alles drinsteckt. So, dann laden wir einmal durch, gucken, ob wir hier noch irgendwas Interessantes finden, außer dieser Fliederblüten. Na. Dem Ameisenschwarm.
Ich denke, wir sollten hier wirklich dann erst später hin. Von daher würde ich mal sagen, wir beenden hier mal die Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Und ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.